drop the bass. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu SteamWorld Dig. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, letztes Mal haben wir einen kürzeren Part gehabt, den mal bitte vielleicht in die andere Richtung, also länger werden. Wenn wir jetzt noch eine weitere... Ah, hier haben wir was übersehen. Stimmt, da war ein Gegner letztes Mal noch. So, genau. Und der Part war kürzer, weil es uns nicht mehr gelohnt hat, runterzugehen. So, mal, dass es diesmal ein bisschen, falls es knapp werden sollte, denn ein bisschen länger machen, denn... So. Selbst obwohl es nur 2 Minuten gewesen sind. Aber egal. So. Hier habe ich noch was übersehen. Okay, ich habe ja auch letztes Mal nichts mehr gesehen, weil ich kein Licht mehr hatte. Das war's jetzt. Mal gucken, was ich mir als nächstes Upgrade hole. Vielleicht auch sogar die Spitzhacke, weil die Spitzhacke ist halt immer praktisch. Schneller abbauen, ja. Sagt nur doch ungern nein. So, hier. Oh. Komme ich hier rüber? Ja. Aber jetzt nicht so richtig. So. So. Was? Nicht. Okay. Ja, genau. Jetzt muss ich sogar hochspringen. So springt man hoch. So, hier, wie komme ich? Ich glaube, ich komme da nur so hin. Meine Sprungkünste. So, das haben wir auch. Ja, ich springe am besten gleich ganz runter. Ich wollte aber noch das Erz hier oben rechts mir zulegen. Hier. Noch einmal. So, okay, perfekt. Oben habe ich jetzt nichts mehr. Vielleicht hier links, aber da kommen wir jetzt nicht mehr so richtig hin. Ich glaube, da gucke ich mal nochmal. Um ganz jedes Eckchen auszunutzen. So. Versteckt sich hier links noch was? Hoffentlich. Sonst hat es sich ja gar nicht gelohnt, wieder nach oben zu gehen. Ja, hat sich voll gelohnt. So, machen wir trotzdem weiter. Hier hat sich noch ein bisschen was versteckt. Aber so ein Spitzhacken-Upgrade wäre auch sinnvoll, wenn wir jetzt 20 Mal auf einen so einen Stein drauf kloppen. Oh, das ist auch eine halbe Ewigkeit. So, hier hat noch ein Erz. So, noch mehr Rotgold. Gott sei Dank. Noch ein größeres. Oh, ich mag die nur gar nicht, wenn die so irgendwo mittel im Raum sind. So. Oh, hat aber gerade gut geklappt. Oh. Sonst immer, wenn die so Raum sind, kommen die dann an so Stellen, wo man nicht einfach so hinkommt. Und dann muss man da wieder ein bisschen tricksen. So. Hier, das hole ich mir gerade noch. Kann ich natürlich auch so, wenn man rankommt, abbauen. So. Ich glaube, das mache ich so. Falle ich da mit runter, aber das überleben wir gerade noch so. Ganz knapp. So. Hier vielleicht. Nee, nichts. Okay. Da auch nicht, aber wir können das Ding da zerstören. So. Was war hier oben noch? Da war doch noch ein Erz versteckt. Hier. Da kommen wir mit einem Handschuh hin. So. Ja. Ein bisschen Rotgold.
Das war genauso geplant. Hat ja jeder gesehen. Hoffentlich. So. Das Erz noch. Das Tapas. Geht wieder sehr viel Geld. Die können aber auch springen, deswegen. Kann es auch manchmal blöd nach hinten. Oh, Jemini. Ja, wenn ich jetzt nach oben geflüchtet wäre, hätte ich das angegriffen. So. Nach oben. Holen wir uns das Erdchen noch. Aber bald wird es schon nervig mit der Dauer zum Abbauen von den Blöcken. Man kann auch recht sehen, das sind 5 Schläge, wo so ein normaler Block abbaut. Und wenn man jetzt noch ein kleines Stückchen runter gehen, sogar 6 Blöcke. Aber, wie ich schon gehofft habe, kann man die, bin mir gerade nicht sicher, genau, das muss ich gleich kaputt. Bevor ich in den Raum reingehen werde, wo jetzt hier so netterweise schon aufgeploppt ist, wo wir quasi zwangsmäßig hin müssen, um die Energiebarriere hier wegzumachen, gehe ich nochmal geschwind nach oben. Was? Ich wurde getroffen? Ich hab... Oder hat es nur so aus... Wahrscheinlich hat es nur so ausgesehen, weil ich keinen Schaden bekommen habe. Oder ich wurde gleich wieder geheilt. So, in dem Fall gehe ich jetzt noch geschwind nach oben, verkaufe meine Erze, um mir noch ein Upgrade zu holen. So. Hier. Gott sei Dank habe ich mir das Wassertank-Upgrade geholt, weil sonst wird das... Oh! Das... Also da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Perfekt. So, komm mal hoch. Ja, da haben wir... Letztes Mal den Weg frei gemacht hier. Ein bisschen aufladen. So, den kommen in alle Fälle nach oben. Hier links, glaube ich, war das. Ja, hier kommt man auch hoch. So. Okay, wir hätten auch nach rechts gehen können, weil es letztendlich auf Zerberus gelaufen wäre von der Laufstrecke. So. Hier. Dann springen wir hier hoch. So. Hier und da hoch. Obwohl, ja, hier. Andere Seite. Da war ja was. So, und da ist das Rohr nach oben. So. Gehen wir schnell verkaufen. Ja, ich passe schon auf mich auf. So, wie man mich erkennt, passe ich ja immer auf, dass ich nicht sterbe. So, ich glaube, oder den Hyperbeutel, ich glaube, Platzprobleme habe ich gerade nicht. Ich glaube, 600, 500, das sind 900 und das sind 500. Die Plasma-Laterne hole ich mir. V-Stark verwende ich zwar, aber ich glaube, ich will exakt den, dass ich wieder schneller abbauen kann. Und jetzt kann ich mir nichts mehr leisten. Okay, dann geht's weiter. Sprint mal wie geschwind wieder nach unten. Hier. Und der fällt einfach immer wieder rein ins Wasser. Man hört immer das Plätschern. Und man sieht, wie gerade hier... Man kann da durchfallen durch diese Blöcke. So. Die können einem wirklich auf die Nerven gehen, wenn man einfach den Weg nicht mehr nach oben findet. So, das war die erste Tür und... Oh stimmt, wir kriegen ja gar keinen Fallschaden. Da haben wir ja vor 2 Parts ein Upgrade bekommen, dass wir keinen Fallschaden mehr bekommen.
So, hier links war das Türchen. So, gehen wir weiter. Da ist nichts, das holen wir später, weil wir sind aktuell voll. Also würde sich also nicht lohnen. Komm. So. Was haben wir hier? Oh, das ist praktisch. Ist hier oben irgendwas noch versteckt? Die werden immer versteckter, die Geheimgänge hier, umso weiter nach unten bekommen. Man kann es auch nicht mehr so gut sehen bei den. Genau. Ich hätte auch einfach warten können. Hier, versteckt zum Beispiel was hier. Können wir hier hin. So. Oh. Ja, da ist schon. Oh. Also eigentlich ja ganz gut gerade, dass sie sich gegenseitig. Kann ich hier noch was? Ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich beim ersten Mal Ewigkeiten gesucht habe, bis ich daran gekommen. Also bis ich den letzten Geheimgang gefunden habe. So. Also man sieht hier mein Skill auf jeden Fall deutlich. Ich stehe einfach gerade dumm da. Laufe einfach in den Gegner rein. Ja, ja. So, hier versteckt sich nichts. Nö, okay. Einmal warten. So. So, das war einfach. So funktioniert es. Aber wenn ich nicht daraus lernen kann. Und so, hier oben. Ich glaube, hier unten war doch noch irgendwas. Ich glaube, war das hier? Nee, war. Ja, genau. Hier oben. Moment. Boom. Steckt sich hier was? Nein. Oder hier auch nicht. So. Hier? Nein. Okay. Warum der nicht geschossen hat? Frag mich nicht warum. War zum Glück so. Und hier gibt das nächste Upgrade. Mineraldetektor. Man kann jetzt rechts oben auf der Karte denn sehen. So, ganz nett von dir, dass du mir das freigemacht hast. Wo die Materialien versteckt sind. So, ist manchmal sehr praktisch. Da kann man den solche Bohrungen quasi dann ersparen, wenn man sieht, oh, da ist ja eh nichts in der Gegend, dass es sich gar nicht lohnen würde, denn dahin zu graben. So, Violite. Ganz viele von hier oben. Hätte ich, weiß ich nicht, kein Metall, hätte ich da oben auch gesucht, aber wie man hier jetzt so schön sehen kann, versteckt sich hier schon was, und zwar hier. Das heißt, ich muss einmal hier hochspringen, die Faust ausrüsten und den Block kaputt machen. Ja, so geht es. Smaragd, oh, das sind gleich 200. War das von unten oder von oben, wo man da hinkommt? Super, Mann. Ich hab gedacht, ich trick's das Spiel aus. Und dann vergeigst du das auch noch. So, hier muss ich hoch.
hier? Ich glaube hier. Und deine Blöcke kann man so annähernd gut erkennen, dass da was Verstecktes ist. Oh, das war jetzt gerade sehr unbewusst. Das auch. So. Und genau. Da wurde der Motor zerstören. So. Das heißt, wir haben jetzt alle Laser. Und natürlich kann man hier alle Laser ausgemacht. Jetzt könnte man natürlich manche Stellen erreichen, wo man jetzt nicht erreichen kann. Aber in dem Fall gibt es hier direkt nichts. Jetzt schaue ich gerade mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Sieht gut aus. So. Gehen wir wieder weiter. So. Und da wir den Strom ausgeschaltet haben, wurde auch dieser... Hier gehe ich runter. Dieser Laser deaktiviert. Und da kommen wir auch weiter. Und wenn ich mal rechts sehen kann, habe ich eins übersehen. Jetzt können wir noch gründlicher durcharbeiten. Zieht teilweise aber auch mehr Zeit an, weil man denn jedes einzelne Fleckchen denn absuchen kann. Oder jedes einzelne Eckchen. So. Hier war noch was. Habe ich. Ah ja, genau. So. So. Das haben wir dann auch. Hier brauche ich den Power. So. Genau. Ja. So. Holen wir uns noch die Herzchen. Hier. Nein, das baue ich nicht ab. Ich gehe lieber hier lang. Ja, das habe ich jetzt natürlich gar nicht genau gemacht. Das war voll mit Absicht. So. Muss ich aufpassen, dass es nicht zu stark. Ja, genau. Nicht zu stark aufladen. Und dann mache ich es direkt. So. Ja. Braucht den Bohrer, um hier wieder rauszukommen. So. Bestimmt gleich die ganzen. So. Runter. Spawn wieder. Okay. Holen wir uns noch das Erz. So. Jetzt können wir das alles viel besser. Oh, das. Gott sei Dank habe ich das Upgrade geholt. Weil sonst schon mir hier sechsmal aus so einem Block draufhauen müssen, dass der abgebaut wird. Oh, und wollte nur sagen, die sind quasi wie bei den Steinen, aber es gibt auch welche, die wohl denn in eine andere Richtung gehen von denen. Und genau von denen hier. So. Da muss man dann. Genau, so. Manchmal extrem wieder aufpassen, genau wie mit denen und so weiter. Das, was sich den Wege verbaut. Es geht schneller, als man denkt. Ich spreche aus Erfahrung. Das baue ich nicht ab. Dann komme ich hier ganz entspannt durch. Baue ich das noch ab. So. Oh, ich bin voll. Gut. So, in dem Fall geht's nach oben wieder. Muss doch jetzt langsam mal wieder ein Teleporter kommen, dass wir das wieder um einiges verschnellert. Da oben habe ich noch ein Erz übersehen. So, hier kommt man hoch. Hier rechts. Ja, eindeutig. Passt zum Glück noch rein ins Inventar. Ist immer so bisschen blöd, wenn man ins nächste Bereich, Erzbereich kommt, wenn denn auf einmal die ganzen, wenn man dann so einzelne Erze im Inventar hat, wo man sich denkt, oh, an sich blöd, weil das frisst dann einfach so viel Inventarplatz,
Obwohl man kann zwar die Erze wegwerfen, aber das ist ja auch nicht mehr immer das Angenehme. Es sind immer trotzdem noch wertvolle Erze, obwohl die jetzt nicht so viel Wert haben wie die anderen, wo man weit unten bekommen hat. So. Hier rechts war das und dann sind wir gleich oben. Okay. Das ist schon mal das, was am meisten Zeit frisst in dem Spiel. So. Hier, hier. So. Und dann sind wir schon oben. Ah, ich habe jetzt mal einen Weg gemacht. Sprint mal hier nach oben. So. Und hoch. So. Hier verkaufen wir hier wieder unsere Materialien. Und die nächste Stufe in Hypertank. Super Rüstung. So. Was können wir uns jetzt noch leisten bei dir? Der Hyperbeutel, Superrüstung, Hypertank. Oh, das Wasser habe ich schon komplett. Das wäre, glaube ich, eine Überlegung. Aber ich glaube, ich hole mir das hier. Und die Spitzhacke. Bei Spitzhacke bin ich irgendwie gerade weit hinten. So, ich glaube, das lassen wir jetzt so. In dem Fall. Mal holen wir und gucken, was der hier zu sagen hat. Sobald man immer noch Dungeon erreicht hat oder eine weitere Tür, dann haben die oft immer was Neues zu sagen. Okay, so. In dem Fall war es das heute für den heutigen Part und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, was ihr denn zu welcher Zeit ihr schaut. Okay, tschüss.